Ja, moin zusammen. Ich weiß gar nicht, ob unser heutiges Projekt sinnvoll ist, denn wir haben Mitte Januar, habe ich mal als Winter kennengelernt, und 15 Grad. Nun denn, wer trotzdem was zum Aufhängen braucht, wir bauen uns heute eine Garderobe. Ja, unser heutiges Motto steht so ein bisschen, wir wollen, dass der Winter wieder kälter wird. Das heißt, wir werden etwas ressourcenschonender arbeiten. Wir suchen uns also heute unser Holz ein bisschen aus der Restekiste zusammen. Und ja, wir wollen auch, dass der Stromverbrauch heute mal ein bisschen reduziert wird. Das heißt, hier und da werde ich auch mal zur Säge greifen, also zur Handsäge, und mich ein bisschen körperlich verausgaben und nicht nur gemütlich schön an der Bandsäge stehen. Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, unser heutiger Werkstoff Ulmholz, auch Rüster genannt, haben wir in der Vergangenheit schon ein, zwei Projekte zu gemacht, habe auch schon ein bisschen was darüber erzählt. Aufgrund dieses Pilzes, der ja seit ein paar Jahrzehnten dafür sorgt, dass die Ulme an Bestand immer weiter abnimmt, hat man leider, auch wenn man Ulmholz bekommt, nicht immer so die beste Auswahl. Und ja, so ist es bei unserem Holz beispielsweise auch der Fall. Teilweise wurmstichig, wir haben hier vorne ziemlich viele Risse drin, wir haben Äste da drin, also alles nicht so super toll eigentlich zum Möbelbau gedacht. Wir haben jetzt aber uns damals schon gedacht, ja komm, ne, das ist jetzt wirklich viel zu schade, um das wegzuwerfen, vielleicht machen wir doch mal ein kleineres Objekt raus. Und jetzt ist halt eben heute der Tag, wir machen die Garderobe. Wir haben diesen Querschnitt von 30x30 mm und den haben wir jetzt hier entsprechend verteilt mit allen Bauteilen, die wir brauchen, auf diese zwei Bohlen. Von der vorderen, die auch schon mal abgerichtet wurde, brauchen wir nur ungefähr die Hälfte. Die Aufteilung sehen wir jetzt einmal kurz zusammen mit der Kamera ein bisschen näher an. Wir haben einmal die unteren Stelzen, drei Stück davon, 1,40 Meter Länge. Das habe ich jetzt hier schon mal mit diesem Rechteck eingezeichnet. Und eine Breite von etwas über 130 mm genommen. Das heißt, wir brauchen bei 3x3 eigentlich nur 9 cm. Ich habe es jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen breiter genommen. Das war auch das Maximum, was hier rauskommt. Ihr könnt sehen, hier oben hätte ich nicht weiter zur Seite gehen können und hier hätte ich nicht weiter nach rechts gekonnt. Also ein bisschen Verschnitt haben wir sowieso noch durch das Bandsägeblatt, durch das Abrichten. Hab da ein bisschen draufgegeben, wenn am Ende eine Leiste zu viel übrig bleibt, freuen wir uns natürlich. Hier sieht es noch ein bisschen schlimmer aus, hatte gerade schon gesagt, Robin Hood lässt grüßen, der Flitzebogen, und hier in diesem Bereich, durch einen herausgewachsenen Ast, ja, können wir vergessen, alles gerissen, könnte man natürlich jetzt auch mit Epoxidharz auffüllen, aber das möchte ich an der Stelle vermeiden. Dieser Teil hier, der sieht tatsächlich ganz gut aus, hatten wir auch schon mal abgerichtet und wir haben zwar jetzt vielleicht hier noch ein ganz kleines Würmchen mit drin gehabt, aber der Wurm ist tot, dann müssen wir uns dann auch keinen Kopf mehr machen. Das heißt, hier, das wird das Verbindungsstück und hier dann unsere oberen drei Stelzen, wo wir die Kleidung dran aufhängen können. Wie gesagt, jetzt hier schon angezeichnet. Wir müssen das jetzt einmal entsprechend besäumen. Und weil ich selber mal unbedingt wissen möchte, wie lange ich dafür brauche, werde ich jetzt die erste Runde hier einmal mit der Japansäge besäumen. Ryoba, Längsseite wird natürlich genommen. Und dann stoppen einfach mal die Zeit und gucken, wie sehr ich ins Schwitzen komme und wie lange ich dafür brauche. Und weil wir natürlich auch bei diesem Projekt wieder sagen, traditionell und modern, werde ich, wenn ich danach dann nicht mehr so viel Muckis übrig habe, zur Bandsäge rübergehen und dann machen wir den Rest an der Bandsäge. Ja, vielleicht wundert ihr euch, ich habe das jetzt hier hochkant eingespannt. Der Vorteil ist, ich möchte mich ja nach unten bewegen und habe es jetzt hier durch diese Position wesentlich einfacher, auch noch Kraft nach unten auszuüben. Und ja, wenn ich jetzt hier kurz davor bin, in die schöne Werkbank reinzusägen, werde ich aufhören. Das Werkstück wird ein bisschen höher eingespannt und wenn ich dann den Mittelpunkt überschritten habe, dann wird das Ganze einmal gedreht und von der anderen Seite entsprechend eingesägt. 3, 2, 1, go! We'll be right back.
Zeit läuft noch. Ja, ich weiß. Wir hatten ja letztens noch einen Keil. Ah, haben wir nicht. Und stopp. Boah, bin noch ein bisschen aus der Puste. Ihr habt gesehen, ein, zweimal, vielleicht auch dreimal bin ich hängen geblieben. Liegt einfach daran, dass ich da ein bisschen zu aggressiv bei der Sache dran war. So sollte man natürlich nicht unbedingt arbeiten. Zwei Tipps noch, damit die Arbeit ein bisschen einfacher wird. Als allererstes die seitliche Fläche, die wir hier haben, die erzeugt natürlich mit der Zeit Reibung. Man merkt auch immer noch, dass die ein bisschen warm ist. Geht da einfach mit so einem Teelicht drüber, also Paraffinwachs. Ausnahmsweise mal, bin ja sonst kein Freund von Kunststoffprodukten, aber hier macht es halt eben schon Sinn, oder Erdölprodukte vielmehr. Bienenwachs, wenn wir das an der Stelle auftragen würden, würde es halt eben für eine höhere Reibung sorgen, weil es halt eben so ein bisschen klebt und schmiert. Und gleichzeitig auch, das hatte ich jetzt hier nicht das Problem bei der Rüster, aber es kann auch mal sein, dass sich so ein Sägeschnitt zuzieht, ne, weil da einfach zu viel Spannung im Holz ist. Da lohnt es sich dann, oben noch einen Keil reinzukloppen, und dann nimmt man auch da wieder den Druck raus und hat halt noch ein etwas angenehmeres Sägeverhalten. Ich bin aber eigentlich ganz zufrieden mit der Zeit. Wir haben jetzt hier, was haben wir da für eine Stärke? Noch gar nicht gemessen, ich glaube 35 mm, 36 mm trockene Rüster. Ihr könnt sehen, also ja, hier ist noch der Original Bleistiftstrich zu sehen. Ganz klein bisschen bin ich jetzt zwischendurch mal verlaufen. Aber das sehe ich jetzt unter Berücksichtigung meiner Zeit jetzt hier als nicht sonderlich dramatisch an. Da können wir jetzt einfach hier mit dem Abrichten dicken Hobel weitermachen. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal die Fläche entsprechend abrichten, die Schmalfläche. Und dann schneiden wir uns die restlichen Leisten an der Bandsäge zu. Und ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken. Ja, abgerichtet haben wir. Jetzt einmal schnell zum dicken Hobel umbauen. Dazu muss der Anschlag weg. Unten haben wir einen Hebel, der wird dann auf dicken Hobeln umgelegt. Und das war's. Weiter geht's. So, weiter geht's. Wir haben soweit alles ausgesägt, abgerichtet, und jetzt müssen wir entsprechend, weil wir das ja, ne, in zwei verschiedenen Gärungen haben, uns hier entsprechend aufreißen. Und ich würde sagen, die Kamera kommt einmal ein bisschen näher. Hier nochmal die Skizze, die ich angefertigt habe. Wir haben ja hier drei Stück insgesamt von unserem Mittelteil, und damit werden dann insgesamt diese drei Streben miteinander verbunden. Die jeweiligen Winkel, die habe ich mir jetzt hier einfach mal im Maßstab 1:1 auch übertragen. Können sehen, wenn ich das jetzt hier jeweils anlege, dann ist es auch maßstabsgerecht. Was ich jetzt eigentlich nur machen muss, ist diese beiden Winkel der Gärung entsprechend übernehmen. Und jetzt habe ich mir hier schon mal entsprechend die Schmiege rausgeholt. Die muss jetzt so eingestellt werden, dass wir hier diese beiden Winkel übertragen. Und damit gehen wir dann zur Kreissäge und werden erstmal entsprechend, ja, das hier anschneiden. Ja, den ersten Anschnitt habe ich gemacht. Ihr seht schon, ich habe das Bauteil wesentlich länger gelassen, denn gerade bei Winkeln kann man schon mal so ein bisschen durcheinander kommen, und da ist es halt ganz gut, wenn ich einfach die Möglichkeit habe, nochmal zwei, dreimal nachzuschneiden. Das Gute ist, ich kann natürlich jetzt auch hier, darum bin ich ein Fan davon, diese Zeichnung zu machen. Das hat vielleicht 5 Minuten gedauert. Ich kann jetzt jedes Mal kontrollieren, ob das soweit stimmt, was ich mir da zurechtgeschnibbelt habe, oder ob sich da vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat.
Jetzt können wir nicht einfach nur eine Schlitz- und Zapfenverbindung, wie wir das vielleicht aus anderen Videos kennen. Hatte ich auch schon mal bei dem Hockerbau gemacht. Einfach nur an der Bandsäge tick, tick, bisschen einsägen, sondern wir haben das Problem, das muss in einem leichten Winkel geschnitten werden. Wir müssen uns also erstmal eine Schablone bauen. Für die Schablone habe ich mir jetzt hier ein bisschen von einem Restholz Kirschbohle ausgehobelt. 30 mm sind unsere Leisten von der Stärke. Ich habe jetzt dieses Stück hier auf 29 mm runtergehobelt, damit wir gleich die Möglichkeit haben, seht ihr dann, das entsprechend zu klemmen. Ich werde jetzt hier wieder den Winkel abnehmen, hier darauf übertragen, dann schneiden wir das erstmal grob an der Bandsäge zurecht und dann sehen wir zusammen weiter. Hier seht ihr das kleine Stück von der Bandsäge. Da habe ich jetzt einmal mit dem Putzhobel noch die Fläche ein bisschen egalisiert. Und jetzt habe ich das hier festgeschraubt. Noch besser wäre es, fest zu kleben und zu verdübeln und die Schrauben zu entfernen. Wir sind ja im zersparenden Bereich. Da hat Metall eigentlich nichts verloren. Allerdings sind wir an der Bandsäge und wenn das Bandsägeblatt jetzt auch mal ein Stück Stahl trifft, dann würde das durchschneiden. Bei der Kreissäge wäre ich allerdings schon vorsichtiger. Aber ich möchte jetzt hier dieses Brett nochmal verwenden für einen anderen Winkel. Das heißt, ich kann das jetzt hier gleich rausschrauben und wieder neu reinschrauben. Darum ja einfach nochmal der dringende Hinweis zur Vorsichtsnahme. Wir schneiden natürlich auch nur hier im vorderen Bereich. Also ja, trotzdem kann ja mal passieren, wenn man ein bisschen zu weit durchschiebt, dass da etwas passiert. Das habt ihr jetzt mitbekommen und jetzt können wir hier an der Stelle mal kontrollieren, ob wir auch sauber gearbeitet haben. Denn diese beiden Winkel in Summe müssten eigentlich 90 Grad ergeben. Und ihr könnt sehen, das ist jetzt hier angelegt, kein Spalt. Also wir haben gut gearbeitet. Ich habe euch vorhin gesagt, hier diese Schablone, die ist etwas dünner ausgehobelt. Und wenn ich jetzt hier, könnt ihr schon sehen, bleibe ich hängen, ist also nicht eben, springt also ein ganz klein bisschen zurück. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, hier mit diesem Brett, was ich jetzt hier drauf schraube, einen Druck auszuüben. Müssen wir das hier einmal nochmal bündig hier vorne anlegen und dann können wir es festschrauben. So, und jetzt können wir schon sehen, das Ganze hält hier stabil. Das heißt, wir können uns jetzt gleich wirklich darauf fokussieren, entsprechend nach dem Riss zu sägen. Nicht irgendwie, ob uns jetzt das Stück nach vorne oder nach hinten rutscht. Also ich glaube, das ist eine schnelle, einfache Lösung. Jetzt müssen wir es nochmal ausspannen, weil wir müssen ja vorher noch anzeichnen, wie weit wir überhaupt sägen dürfen. Darum nehme ich mir jetzt hier ein Stück Restholz, was auch auf 30x30 ausgehobelt wurde. Lege das jetzt hier hinten an der Fläche bündig an und machen wir hier einen Riss. Jetzt wird mit dem Winkel das Ganze umlaufend übertragen. Das mache ich auf der anderen Seite auch. Und dann wissen wir, wie tief wir einschneiden dürfen. Und hier kann ich jetzt die beiden Punkte auch einfach miteinander verbinden. Wir können das natürlich auch mit dem vorher eingestellten Schmiege machen. Aber ich finde, so war es jetzt ein bisschen einfacher. Jetzt müssen wir das Ganze noch dritteln, haben wir ja irgendwann auch bestimmt schon mal gelernt, eine Schlitz- und Zapfenverbindung, da haben wir jeweils drei Teile und das können wir uns dann am einfachsten hier mit unserem Streichmaß anreißen. Die erste Seite und die zweite Seite. Und weil wir die Schablone haben, reicht uns das jetzt schon zum Anriss. Wenn wir das Ganze händig aussägen, dann müssen wir natürlich, damit wir auch eine Orientierung haben beim Sägen, das Ganze rundherum einmal einsägen. Gut, dann jetzt aber eine Bandsäge. Ihr seht hier den Parallelanschlag. Den habe ich mir jetzt so hoch wie möglich gestellt, damit meine Schablone dahinter auch nicht das Kippeln anfängt. Wichtig ist wirklich, dass jetzt hier der Parallelanschlag parallel auch zu unserem Bandsägeblatt läuft. Haben wir ein Video zu gemacht. Ebenfalls, dass hier an dieser Stelle ein 90-Grad-Winkel besteht, denn wir wollen ja, dass unsere Schlitz- und Zapfenverbindung hinten auch wirklich sauber aussieht. Also, das muss eingestellt sein. Jetzt kommt hier unsere Schablone. Und
Ich werde mit dem Schlitz beginnen, das heißt hier der mittlere Bereich, der wird ausgesägt und ich habe jetzt hier einmal den linken Riss, einmal den rechten Riss und beim linken Riss muss ich rechts vom Riss sägen und beim rechten Riss links vom Riss. Seht ihr einfach jetzt mal von vorne in der Kamera, ich glaube, dann kann man es besser nachvollziehen. Man kann jetzt, damit wir es hinterher mit dem Wegstemmen einfacher haben, auch hier noch ein paar Schnitte machen, um hier möglichst viel zu räumen. Da müssen wir uns auch nicht ganz so viel Mühe übergeben. Wichtig nur, schaut, dass wir hier nicht hinter den letzten Riss kommen. Ja, jetzt müssen wir das hier in der Mitte ausstemmen. Ob jetzt mit der Bandsäge gemacht oder händisch, das macht keinen Unterschied. Ihr könnt sehen, weil wir ja den Winkel haben, habe ich jetzt hier hinten auch wieder einen Abschnitt runtergelegt und habe das jetzt hier so ausgerichtet, dass es annähernd im 90-Grad-Winkel ist. Das macht es jetzt bei der Bearbeitung beim Ausstemmen ein bisschen einfacher. Natürlich kommt jetzt hier Druck auf die vordere Kante, aber die wird man hinterher eh nicht mehr sehen. Da wird eh nochmal drüber gehobelt. Von daher ist es an der Stelle jetzt auch zu vernachlässigen. Man braucht es natürlich nicht, aber gerade wenn man sowas zum ersten Mal macht, finde ich es von der Orientierung ein bisschen einfacher, als wenn man die ganze Zeit halt eben so schräg kloppen muss. So können wir jetzt, wie wir es eigentlich gewohnt sind, gerade nach unten durchkloppen. Oder was heißt gerade bis nach unten durchkloppen? Eigentlich, wir stemmen ja nur bis zur Hälfte und dann wird das Ganze umgedreht. Ich gehe jetzt auf Schlitz und Zapfen nicht weiter ein, wie man die Verbindung herstellt. Da gibt es auch schon genug Videos zu. Wir kloppen das jetzt hier einfach zu Ende und dann geht es im nächsten Schritt weiter. Ja, wir haben mal wieder ein Reststück eingespannt, wie im ganzen Projekt heute schon. Ihr seht, der Winkel hier ist exakt der gleiche wie bei unserem eigentlichen Werkstück. Und bei der Sitzbank hatte ich das als Sägeführung genommen in dieser Version und jetzt nehme ich es einfach als Führung beim Stemmen. Das heißt, ich kann hier mein Stemmeisen schön plan anlegen. Und kann dann hier ohne Komplikation, ohne dass ich mich hier auf den Winkel konzentrieren muss, stemmen, so wie ich das halt gewohnt bin, nach der Hälfte umdrehen und weiter geht's. Ja, alle Teile sind soweit ausgestemmt und ich hatte euch ja schon gesagt, zwischendurch müssen wir einmal den Winkel etwas ändern. Ihr könnt sehen, der Winkel hier ist etwas anders im Gegensatz zu diesem hier, also der ist etwas größer. Das ist dann der Ausleger, wo hinterher unsere Jacken dann aufgehängt werden. Jetzt hatte ich ja die ganze Zeit von Schlitz und Zapfen erzählt und ihr seht jetzt hier überall nur einen Schlitz. Naja, warum ist das so? Ihr habt es ja auch schon an der Überschrift gesehen. Wir machen heute eine Fremdfeder. Warum machen wir diese Fremdfeder? Ich habe jetzt hier mal Schlitz und Zapfen gemacht und normalerweise Schlitz und Zapfen für Eckverbindungen gedacht. Wir haben jetzt aber keine Eckverbindung, sondern wir haben ja diesen Winkel angeschnitten. Und da könnt ihr jetzt hier erkennen, dass wir an der Stelle, wo jetzt diese Gärung ist, der Zapfen hier in den Schlitz hineingerutscht ist. Und das ist halt eben, naja, rein optisch jetzt natürlich nicht ganz so ansprechend, weil wir jetzt hier keinen besonders schönen Übergang haben. Und je größer der Winkel wird, desto weiter rutscht halt eben hier der Schlitz da rein. Und je größer wird halt eben hier auch entsprechend die Stufe. Gleichzeitig nach außen hin könnt ihr erkennen, wir haben jetzt in diesem Falle hier den Zapfen schon leicht überstehen und auch er rutscht immer weiter nach draußen. Damit wir das jetzt hier vermeiden können und dann einen schönen Übergang hinbekommen, gibt es jetzt hier die Variante mit der Fremdfeder. Das heißt, Schlitz auf beiden Seiten gemacht, ein zusätzliches Stück Holz eingelegt, was entsprechend natürlich der Breite hier vom Schlitz entspricht. Und jetzt können wir das hier draufstecken und den Überstand, den wir dann haben, der kann dann halt eben schön bündig jetzt gleich mit dem Stecheisen auf Vorder- und Rückseite abgenommen werden. Und wir haben einen schönen gleichmäßigen Übergang. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ihr könnt sehen, jetzt habe ich hier bei unserem längeren Stück schon den Fremdzapfen eingesetzt und jetzt haben wir ja hier unser Stück mit dem entsprechenden Winkel. Und den lege ich jetzt einfach hier hinten bündig an und zeichne mir jetzt hier im vorderen und im hinteren Bereich einmal das Ende vom Schlitz an und die beiden Punkte werden jetzt einfach miteinander verbunden. Dann gehen wir nochmal an die Kreissäge oder sägen das kurz per Hand ab. Und dann sollte es im besten Falle auch schön satt aufeinander passen.
Ja, ihr könnt sehen, den Fremdzapfen habe ich hier ordentlich dimensioniert. Das heißt, hier ist jetzt ziemlich viel, was weggeschnitten wird. Ich habe momentan, weil wir immer noch im Umbau sind, leider nur eine Ryoba zur Verfügung. Das heißt, ich habe hier auf der Rückseite, ihr könnt schon sehen, was heißt Rückseite? Also die andere Seite, die grob verzahnte Seite, die auch ein bisschen mehr Schränkung hat, die habe ich jetzt hier mit dem Kreppband abgeklebt, damit ich mir, wenn ich jetzt hier vorne mit Säge hinten keine Sägespuren mit reinmache. Und das wird jetzt hier bündig einmal genau bis zum Ixel gesägt, beide Seiten. Das Verputzen, das machen wir dann noch mit dem Stecheisen, bisschen schleifen, fast fertig. So, genau einmal in die Ecke rein und die andere Seite. Mit den Fingern kann man das auch noch mal so ein bisschen stabilisieren. Bisschen sauber machen, schleifen. Haben wir aber auch fast Feierabend für heute. Ja, seht schon, fast fertig. Nur, das ist noch ein bisschen improvisiert. Wir wollen jetzt in der Mitte, wo sich diese drei Streben treffen, noch einen dreieckigen Keil aushobeln. Und die Kamera kommt einmal ein bisschen näher. Ich zeige euch, was ich hier angezeichnet habe. Ich habe hier ein gleichseitiges Dreieck angezeichnet, jede Seite 30 mm lang, links und rechts. Das werde ich jetzt entsprechend einmal anhobeln. Kann man auch an der Bandsäge oder an der Kreissäge machen. Und ja, den restlichen Schritt, den seht ihr dann. Ihr seht, ich habe meine Raubank jetzt hier umgekehrt eingespannt. Ich möchte nämlich noch ein bisschen die Kanten brechen. Und jetzt habe ich hier wesentlich einfacher die Möglichkeit dafür. Vermeide halt eben, dass es so kippelt. Habe ja auch ein bisschen Schwierigkeiten, meinen Bauteil so einspannen zu können. Und kann hier so ganz bequem die Ecken ein bisschen anfasen. So, das war's schon. Hier könnt ihr jetzt sehen, die einzelnen Streben sind miteinander verklebt worden mit dem Dreieck. Ich habe die nach und nach alle angeklebt und damit es hier am Ende jetzt ein bisschen einfacher ist mit der Verleimung, könnt ihr sehen, habe ich hier unten und oben jeweils noch so ein Klötzchen hingemacht. Das liegt jetzt hier an den Außenkanten auf und jetzt kann man das hier schön gleichmäßig andrücken. Als Haken für unsere Jacken oder Kleiderbügel oder Taschen, was auch immer wir dranhängen möchten, werde ich jetzt hier Stahlstangen nehmen, 8 mm. Ihr könnt auch alternativ Messing nehmen, wäre vielleicht auch ein schöner Kontrast gewesen. Oder tatsächlich auch ein anderes Holz. Wie ihr Dübel in bestimmten Materialstärken herstellt und bestimmten Durchmessern, haben wir euch hier oben rechts auch mal im Video verlinkt. Ja, jetzt war ich natürlich ein bisschen dumm, kann man schon fast sagen, dass ich jetzt hier diese drei Streben schon zusammengeklebt habe. Ich hätte erst die Bohrung machen sollen. Aber ihr seid ja cleverer als ich, ihr macht das natürlich vorher. Ich habe, damit ich immer den gleichen Winkel habe, jetzt hier so eine kleine Schablone gebaut. Und ihr könnt sehen, wenn ich jetzt hier entsprechend am Ende angekommen bin, habe ich mir mit Kreppband eine Tiefenbegrenzung gemacht. Und jetzt kann ich das hier oben immer anlegen, einmal festzwingen und dann bequem auf jeder Seite eine Bohrung machen, habe überall den gleichen Winkel und muss dann auch nicht jedes Mal wieder den Winkel neu ausmessen. Das macht die ganze Sache auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Ja, passt. Ihr könnt sehen, die treffen sich jetzt nicht in einer Bohrung, dann könnte man die nicht so tief reinstecken, sondern in meiner Schablone, vielleicht habt ihr schon gesehen, habe ich einfach zwei verschiedene Bohrungen und dadurch sind die auch hier leicht versetzt. Und wir können auf beiden Seiten eine Jacke oder sonstige Sachen aufhängen. Jetzt kommt noch ein bisschen von The Oil.
Das sieht bei der Rüster schon wirklich schön aus. Ja, das war's. Wir haben das Ganze jetzt hier noch kurz geölt mit Walnussöl. Hab keine besonders hohen Ansprüche an die Oberfläche. Es ist ein Gebrauchsgegenstand und früher oder später wird er eh seine Macke abbekommen. Das heißt, ich habe jetzt auch hier nicht bis 320 oder 400 hochgeschliffen und poliert, sondern bis 200. Und dann war das für mich hier an dieser Stelle vollkommen ausreichend. Luca, unser Kameramann, der hatte noch die Idee, dass man diese Fremdzapfen ja natürlich auch optisch absetzen könnte. Das heißt, entweder ein sehr dunkles Holz nehmen, wie beispielsweise Nussbaum, oder auch Thermoholz kann man an der Stelle verwenden oder geräucherte Eiche. Oder in die andere Richtung gehen, sehr helles Holz, beispielsweise Ahorn oder eine Hainbuche nehmen. Wir haben ja hier eigentlich nur Langholz in diese Richtung. Das heißt, naja, unterschiedliche Holzarten, die natürlich auch immer sich ein bisschen anders ausdehnen. Zumindest in Langholzrichtung an dieser Stelle keine großartigen Probleme. Auch mit den Stahlstiften kann man natürlich noch mal ein bisschen spielen. Das hatte ich schon erwähnt. Auch da vielleicht ein kontrastreicheres Holz nehmen oder auch diese Stahlstifte vielleicht schwarz machen, brünieren, Messing einsetzen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich wollte es eher schlicht halten. Nun denn. Hier haben wir noch einen Stift eingesetzt, da können wir dann den Regenschirm oder Taschen dran aufhängen. Ja, und dabei belassen wir es auch einfach. Das ist einfach nur eine Garderobe, da hänge ich jetzt die Jacke dran auf und dann machen wir Feierabend. Haben wir es wieder geschafft, Feierabend. Übrigens, was auch sehr viele Ressourcen verbraucht, ist das dauernde Streamen. Also halte ich es mal so, wie der liebe Herr Peter Lustig von Löwenzahn, einfach mal abschalten, also den Fernseher oder den Laptop in die Werkstatt und dann haben wir auch wieder was für die Umwelt getan. Vergesst aber nicht, beim nächsten Mal wieder einzuschalten.